Hey, hallo und herzlich willkommen zu Movie MAD. Heute kicken wir den 1996er vom Dusk Till Dawn von Robert Rodriguez mit George Clooney und Quentin Tarantino, Harvey Keitel und Juliette Lewis. Ja, ich glaube, so hieß sie. Ja, den Film habe ich jetzt auch schon eine Weile nicht gekickt. Ist mittlerweile ja vom Index runter. Ich bin sehr gespannt, ob er immer noch so gut ist. Am meisten freue ich mich natürlich wie alle echten Männer auf Salma Hayek. Das wird toll. Und, also das wird garantiert frisch bleiben. Da bin ich mir sicher an der Stelle, dass das frisch bleibt. Und ansonsten bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob er immer noch so gut ist. Was ich nämlich in dem Film schon immer mochte, auch schon damals, war dieses Ding, was auch Predator hat. Der erste Teil, dass der Film einen auf eine ganz falsche Fährte lockt, was er eigentlich ist. Und also am Anfang könnte man denken, okay, ist ein Gangsterfilm, vielleicht ein Roadmovie auch. Aber nee, es ist ein Vampirfilm. Und das war halt auch so dieses Schöne bei Predator, wo man erst denkt, okay, ist einfach so ein typischer 80er Jahre Action. Und nee, ist er nicht. Ist einfach nur cool. Den gucken wir übrigens auch demnächst mal. Ja, von 87? Ja, möglich. Und ja, kicken wir uns den an und bis gleich. So, fertig sind wir mit vom Dusk Till Dawn. Mal gucken, wer jetzt weniger spiegelt. Was soll ich sagen? Wir fühlen uns echt gut unterhalten. Das hat echt Spaß gemacht. Durchgehend weg. Also, wie ihr daran schon erkennt, wenn wir uns gut unterhalten gefühlt haben, dann ist er im Normalfall frisch. Ja, wir sagen auch, ist frisch. Erster Punkt, total geil. Das Opening in dieser Tankstelle ist total cool. Erstens ist es einfach cool, weil es immer gut gemacht ist. Also es unterhält einen gleich gut, ganz gut. Der zweite geile Punkt aber daran ist, dass wir innerhalb dieser ersten, ich weiß nicht, 5 Minuten die beiden Charaktere, also Seth und Quentin Tarantino, gleich kennenlernen. Und zwar, wir wissen genau, wer für was steht. Wir wissen gleich, Quentin Tarantino hat einen an der Pfanne, wie im echten Leben. Wir wissen gleich, Seth ist halt auch ein Arschloch, aber nicht ein Riesenarschloch, dass er schon eigentlich nur Leute umbringt, wenn es unbedingt sein muss oder sie ihn halt angepisst haben, dass er dann aber auch nicht lang fackelt. Und dass dieses Verhältnis zwischen den beiden Brüdern halt, naja, das ist, was es ist, ein bisschen schwieriger und er muss ihn halt immer so ein bisschen zurückhalten. Und das kommt verdammt gut. Das ist, dass wir sofort nach diesen ersten 5 Minuten, okay, komm, wir wissen jetzt alles, was wir über die wissen müssen. Wir brauchen keine weiteren Hintergrundsachen mehr wissen. Das kriegen wir, das Einzige, was vielleicht noch interessant ist, beziehungsweise nice to know, ist halt diese Fernsehredaktionen, wo sie irgendwie total satirisch darstellen, den Killcount, wer mittlerweile wie viele Leute umgebracht hat. Das ist crazy shit, das war interessant. So, dann zweiter Punkt, die Szene, wo Quentin Tarantino da diese arme Geisel vergewaltigt und tötet. Die ist echt, also vom Handwerklichen und vom Spannungsaufbau ist die verdammt gut gemacht. Einfach dieses, wie George Clooney in diesen Raum reinkommt und sieht, was passiert ist, und er hat vorher schon ein schlechtes Gefühl und man sieht immer nur wupp, 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 eingeblendet, diese Fotos oder diese ganz kleinen Frames, weil wir gar nicht wirklich genau sehen wollen, was passiert ist. Wir sehen es natürlich auch später nicht, wir sehen halt bloß das dann von Weitem, und das ist verdammt viel cooler, weil gerade aus Altersfreigabegründen hätten sie natürlich nie das zeigen können, was die Szene so aufgebaut hat, weil so war die Szene viel intensiver und hat mehr Spannung aufgebaut und hat natürlich auch die
Figur von Quentin Tarantino und gleich nochmal in ein viel perverseres, abartigeres Licht reingestellt, was handwerklich wirklich verdammt gut gemacht, ja, das war echt crazy shit. Was verdammt gut war bei dem Film, wirklich verdammt gut, ist, dass dieser Film ein wunderbares, herrliches Pacing hat. Also man fühlt sich wirklich dauerhaft unterhalten, was jetzt nicht daran liegt, dass in jeder Szene ist ein Möpse zu sehen oder wird wer umgebracht oder irgendwas Krankes, sondern teilweise Dialoge sind einfach sehr genial. Keine dieser Szenen, die wir sehen, außer im Anführungszeichen noch irgendwo diese Sache mit dem Fernsehen, wo gezeigt wird, wer wen getötet hat und so, dieses Hintergrundwissen, was nice to know ist. Aber das ist wirklich so die einzige Sache, wo man sagen kann, das ist eine richtige Szene und jetzt nicht einfach nur so ein Side-Gag, der für den Film wichtig ist. Und das fand ich verdammt cool. Also, dass dieser ganze Film wirklich so aufgebaut ist, selbst wenn, ja klar, ist keine tiefschreibende Handlung, das ist nämlich Macbeth, ne? Aber jede Szene, die wir sehen, bringt wirklich Charakterentwicklung oder eine Handlungsentwicklung. Und das macht echt Spaß. Was ich auch unbedingt nochmal anbringen wollte, weil ich habe ja vorhin das erzählt mit Predator und so. Und ich habe mir eben nochmal, weil wir hier dann auch da saßen und Nörchen hat gefragt, was für ein Genre ist das jetzt eigentlich genau? Und ich habe mir gedacht, rufst du einfach mal Wikipedia zu Rat und wird tatsächlich wirklich der erste kleine Abschnitt ist halt wirklich so, der spricht einem halt auf der Seele, wenn man diesen Film gesehen hat, was ihn dann halt auch so besonders macht. Und ich lese das jetzt mal vor. From Dusk Till Dawn ist ein Film von Robert Rodriguez aus dem Jahr 1996. Im ersten Teil ein Gangsterfilm und Roadmovie, wird er im zweiten Teil ein Vampir-Horrorfilm und endet als Splatterfilm mit viel schwarzem Humor. Ja, genau das erklärt den Film. Und genau diese Mischung aus diesen ganzen Sachen macht ihn so besonders und so spaßig und zu sowas Besonderem. Gerade ich weiß noch damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, hätte ich glaube ich noch mindestens 7 Jahre warten müssen, bis ich ihn eigentlich hätte sehen können. Also da habe ich mir damals wirklich was verschenkt als Filmfan, so diese Überraschung, die man in dem Film hat, dass es immer wieder eine andere Wendung nimmt. Gerade weil ich glaube mit dem ich ihn damals geguckt hatte, hat mich dann auch ein bisschen gespoilert gehabt. Alter, ich bin noch total. Ja, was wir natürlich auch unbedingt nochmal ansprechen müssen, Selma Hayek. Das muss jetzt eigentlich einfach nochmal rein. Die Szene ist wirklich verdammt toll. Sie ist prima geschnitten auch. Also generell hat der Film einen prima Schnitt. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen langweilig, wenn man über die Szene mit Selma Hayek spricht. Was aber auch verdammt cool war, ist, dass man zumindest in der Blu-ray-Fassung, das war wahrscheinlich auf VHS damals irgendwie so ein bisschen anders, aber in der Blu-ray-Fassung sieht man halt auch wirklich, Selma Hayek ist wirklich eine echte Frau. Das Lachen war natürlich 96, die hatten gar kein Budget, um zu sagen, wir retuschieren oder was oder so, aber man sieht da ein Dädchen, da ein Fältchen und was ja alles nicht schlimm ist, was Frauen immer nur denken, dass wir es schlimm finden, man hat gesehen, es ist eine echte Frau und das war toll, abgesehen davon, dass die Szene total der Kracher war und ich vermute, der alte Fußfetischist Quentin Tarantino hat die Szene genauso in den Film reingeschrieben, damit er am Ende einen Fuß von Selma Hayek in den Mund geschoben kriegt. Und da wird auch Robert Rodriguez bestimmt noch ein bisschen Geld zugesteckt haben und gesagt haben, ey Mäuschen, die Szene, ne, die hat sie ganz oft verbockt, das drehen wir öfter. Weil guckt mal im Internet nach, da gibt es ganz komische Gerüchte über den, was der so macht. Ja, gut, er ist wirklich echt toll, guckt ihn euch wirklich unbedingt mal wieder an, er ist wirklich unterhaltsam, gerade jetzt, wo er nicht mehr auf dem Index steht und die auch in Deutschland ganz normal ohne Probleme die ungeschnittene Fassung bekommt, guckt ihn euch an. Die Fernsehserie habe ich noch nicht gesehen, auch den zweiten und dritten Teil nicht, einfach weil da fehlt wahrscheinlich irgendwie so dieser Zauber, diese Kombination aus allem, aber mal gucken, vielleicht hole ich das nochmal nach. Wie gesagt, seht ihn euch an. Kommentiert, was denkt ihr über den Film? Lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo und bis bald.